Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Heute ein relativ interessantes Duell, also ein relativ interessantes Deck meiner Meinung nach, was Adrian Gecko da benutzt. Was genau ich damit meine, seht ihr über den Wolken. Studenten brachen weiterhin nach den Überlebensduellen zusammen. Jim und Hasselberry wurden aufgrund extremer Erschöpfung ins Krankenhaus eingeliefert. Und ich habe gerade überlegt, meine Einleitungen waren auch schon mal besser und ausführlicher, oder? Egal. Das ist genau das, was auch mit Jake passiert ist. Plötzliche akute Müdigkeit, scheinbar von den Duellen. Die Frage ist, warum gerade jetzt? Denkt dran, was Jim gesagt hat. Über die seltsame Energie. Und wie es von unseren Biobändern verursacht wird. Jim hat einen guten Punkt. Ich hätte nie daran gedacht. Nein. Ja, die Bänder fangen an zu leuchten. Energie geht von ihnen aus und dann kollabieren die Duellanten. Aber nein, das liegt nicht an den Bändern. Leute. Seid ihr euch sicher, dass das hier eine Elite-Akademie ist? Und nicht eine getarnte Waldorfschule oder sowas? Und wir bekommen diese Dinger nicht ab! Lasst uns Viper über diese Biobänder konfrontieren. Unterdessen konfrontierte Blair ihren Freund Marcel Bonaparte, der nicht mehr so gut aussah. Hauptsächlich Akne, Pubertät, Stimmbruch, ne, das Übliche. Marcel, mach langsam! Bleib stehen! Wie, wie? Wo gehst du hin? Ich habe die ganze Nacht für dich gekocht. Das war nicht für meine Gesundheit, das war für deine. Kann ich es zum Mitnehmen haben? Mögt ihr Amerikaner nicht gerne Fast Food? Das ist nicht lustig. Du brauchst deine Energie zurück. Ah, ich Spaß. Ich glaube mehr, dass du ohnmächtig wirst. Du bist schwach und du brauchst Nahrung. Jetzt iss! Oui, Madame. Adrian Gecko rief die besten Schüler in der Schule zusammen, um ein spezielles Turnier anzukündigen. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin Adrian. Adrian Gecko. Vielen Dank, dass ihr zu meinem ersten Duell für Jules-Kirmes gekommen seid. Und was ist ein Turnier ohne einen Hauptpreis? Es ist der wertvollste Besitz meiner Familie. Meine Damen und Herren, ich gebe euch die Jewel Disc. Haha, versteht ihr? Es ist eine Dual Disc, aber mit Juwelen. Also eine Jewel Disc. Ich bin so clever. Adrian ließ es die Schüler auskämpfen, während er auf der Suche nach seinem eigenen Gegner war. Wen duellieren? Ich kann diese Entscheidung wirklich einfach für dich machen, Gecko. Wer bist du doch gleich? Dein schlimmster Albtraum. Tja, ich muss sagen, ich mag deinen Style, Bro. Alter, dieses Bro, das fängt irgendwie an, mich zu nerven. Zunächst mal, mein Name ist Chess. Zweitens, was weißt du schon über Style? Du hast lila Haare und bist in die alten Wohnzimmervorhänge meiner Mutter eingewickelt. Und ich bin offensichtlich farbenblind, denn ich kann lila nicht von rot-braun unterscheiden. Aber ist ja auch egal. Wenigstens sind deine Haare nicht grün. Oder rot mit gelben Strähnen oder so ein Scheiß. Das sieht richtig dämlich aus. Wobei, ich bin gerade der Richtige, um über Haare und Frisuren zu diskutieren hier. Und rate mal was, es ist Zeit für ein Makeover. Was soll das heißen? Ich bin mir nicht sicher. Können wir jetzt weitermachen? Warum nicht? Je früher ich dich besiege, desto weniger schlimme Dinge muss ich mir von dir anhören. In Ordnung, bist du bereit, Chess? Der Name ist der Chess.
Warum? Bist du unter die Wrestler gegangen? Ja. Dwayne the Chess Johnson oder was? Los geht's! Haare sind so eine Sache in Yu-Gi-Oh!, ne? Das ist, ist eigentlich irgendjemand, der da auch mal eine normale, ganz normale Frisur hat? Selbst für Anime-Verhältnisse ist das extrem. Und guckt euch mal Yugi an. Ja, das sollen tatsächlich seine natürlichen Haare sein, weil wir in der Serie irgendwann den Pharao als kleines Baby sehen und selbst da hat er schon diese lächerliche Frisur. Chess benutzt Ojama-Karten. Der hat nämlich eben einer auf den Friedhof geworfen. Na gut, aber jetzt ist es Zeit für den Wetterreport. Denn Adrian Gecko hat ein Volkian-Deck. Ja, der kämpft tatsächlich mit Wolken. Und ich muss erstmal gucken, ja, je weiter wir in die Serie reinkommen, je abgefahrener die Karten werden, je komplizierter die Decks, desto häufiger muss ich innehalten und die Karten lesen, weil ich die einfach nicht mehr kenne. Bei GX geht es gerade noch so bei den meisten Karten, aber spätestens bei 5Ds werden wir Probleme kriegen und was Sechsal und Arc V angeht, da kenne ich mich gar nicht aus. Ja, das ist auch lange nach meiner Zeit gewesen. Ich habe damals aufgehört, mich regelmäßig damit zu beschäftigen, als Synchro-Beschwörungen noch der neueste Scheiß waren. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Diamantstaub-Zyklon. Wähle ein Monster mit 4 oder mehr Nebelzählmarken. Zerstöre es und ziehe dann eine Karte für je 4 Nebelzählmarken, die darauf lagen. Wir haben bis jetzt noch gar keine Nebelzählmarken verteilt, ist also relativ irrelevant. Was haben wir hier? Glückliche Wolke. Während deiner Endphase, falls du in diesem Spiel zu 2 oder mehr Volkian-Monster mit demselben Namen beschworen hast, ziehe 2 Karten. Also müssen wir erstmal Volkian-Monster mit dem gleichen Namen haben, ne? Naturkatastrophe. Füge deinem Gegner jedes Mal 500 Schaden zu, wenn ein oder mehrere Karten, die er kontrolliert, durch den Effekt eines Volkian-Monsters zerstört oder auf den Friedhof gelegt werden. Das ist schon mal eine nette Karte, die können wir schon mal aufs Spielfeld bringen. Volkian Sturmdrache kann nicht normal beschworen werden, sondern nur als Spezialbeschwörung, indem wir ein Volkian-Monster in unserem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Dafür kann die Karte nicht im Kampf zerstört werden. Falls sich diese Karte in offener Verteidigungsposition befindet, zerstöre sie. Na, wunderbar. Dafür, einmal pro Spielzug, können wir eine Nebelzählmarke auf einen Monster auf dem Spielfeld legen. Ja, aber damit sind unsere Optionen so ein bisschen limitiert. Weil Volkian Regenwolkenmann ist ein Level 5 Monster, das können wir auch nicht ausspielen. Kann allerdings auch nicht durch Kampf zerstört werden. Darf aber auch nicht in offener Verteidigungsposition liegen. Du kannst eine beliebige Anzahl Wassermonster als Tribut für die Tributbeschwörung dieser Karte anbieten. Wenn diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wird, lege eine Nebelzählmarke darauf für jedes Wassermonster, das du als Tribut angeboten hast. Diese Karte erhält 500 Angriffspunkte für jede Nebelzählmarke auf dem Spielfeld. Ui! Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt haben wir allerdings erstmal Volkian, toxische Wolke, das einzige Monster auf unserer Hand, das wir tatsächlich auch ausspielen können. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, falls sie am Beginn des Damage Steps offen lag, zerstöre das Monster, das sie zerstört hat und falls du dies tust, füge deinem Gegner 800 Schadenspunkte zu. Na, wunderbar. Echt großartig. Adrian, deine Karten sind Mist. Oder zumindest diese Karten hier. Der Effekt aktiviert sich ja schließlich nur, wenn die Karte offen lag. Also beschwöre ich sie im Angriffsmodus. Dann werden wir wenigstens eins von Chasses Monstern los. So, na doch, können wir eigentlich können wir Naturkatastrophe aktivieren. Denn wir bauen ja gerade darauf, eins von Chess Monster mit dem Effekt eines Volkian-Monsters oder Claudian, wie sie im Englischen heißen, zu zerstören. Er muss es natürlich gleich wieder übertreiben, ne? Wumm. 800 Schadenspunkte. Durch den Effekt unseres Volkian und dann nochmal 500 Schadenspunkte durch unsere Fallenkarte. Jetzt müssen wir aber tatsächlich auch mal was Vernünftiges ziehen hier. Als allererstes aktivieren wir die Zauberkarte Volkian Böe und können
eine Nebelzielmarke auf jedes offene Monster legen, und zwar in jedem Zug. Als nächstes beschwören wir den Volkian Sturmdrachen. Indem wir die toxische Wolke aus unserem Friedhof entfernen. Tada! So, einmal pro Spielzug können wir eine Nebelzählmarke auf einen Monster auf dem Spielfeld legen. Das machen wir mal als erstes und legen eine Nebelzählmarke auf den Z-Metallpanzer. Anschließend opfern wir unser Monster, um den Regenwolkenmann auf das Feld zu rufen. Der Regenwolkenmann erhält 500 Angriffspunkte für jeden Nebelzähler auf dem Spielfeld und zurzeit sind das zwei. Eine auf unserem Monster und eine auf Chases Monster. Boom. Moment, wann? Während jeder meiner Standby-Phasen, okay. Aber unser Monster kann ja nicht durch Kampf zerstört werden. Das heißt, die Chancen stehen ganz gut, dass der Regenwolkenmann diese Runde überlebt. Außer Chaz macht jetzt irgendwas Böses. Ich hasse Swords of Revealing Light. Aber wenigstens können wir unser Monster weiter aufpowern. Was haben wir hier? Wieder einen Sturmdrachen. Ich würde spontan sagen. Haben wir eine Möglichkeit, den aufzupowern? Wir müssen ja nicht hetzen. Wir müssen nicht hetzen, wir beenden mal unseren Zug. Wir gucken erstmal, was Chaz noch so raushaut. Das hier ist sowieso erstmal Probe. Ja, ich kenne Adrians Karten nicht so wirklich und die Effekte. Wir haben keine Ahnung, was Chaz so in seinem Deck hat. Wenn wir gewinnen, gut, aber wenn wir verlieren, mache ich mir da auch nicht zu viele Sorgen, weil es ist ja der erste Probelauf. Hier haben wir wieder eine toxische Wolke, aber ich warte trotzdem noch weiter ab. Weil wir im Moment sowieso nicht angreifen könnten, also haben wir im Moment nichts, was wir machen können. Chaz allerdings auch nicht, so wie es aussieht. Das Einzige, was wir machen, ist unser Monster immer weiter stärken. Ach so, der Diamantstaubzyklon. Ein Monster mit vier oder mehr Nebelzählmarken. Zerstöre es und ziehe dann eine Karte für je vier Marken, die darauf lagen. Nein. Also da zerstöre ich bestimmt nicht mein eigenes Monster. So. Aber mit dem Ende unseres Zuges sind wir endlich die Lichtschwerter los und ab dem nächsten Zug können wir wieder angreifen. Das würde mich aber nicht überraschen, wenn Chaz noch mehr Lichtschwerter hätte. Ja, das war so klar. Das war so klar. Chaz, es fängt an zu nerven, echt. Es fängt an zu nerven. Was haben wir hier? Wieder ein Volkian-Monster, das du kontrollierst. Reduziere die Angriffspunkte dieses Monsters um 1000 oder 2000 Punkte und führe den entsprechenden Effekt aus. Nicht schlecht. Wir könnten unseren Regenwolkenmann schwächen. Oder alternativ könnte ich das auch zum Beispiel bei der toxischen Wolke einsetzen, die ja überhaupt keine Angriffspunkte hat, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Man weiß es nicht. Ich warte noch eine Runde. Denn erst ab jetzt könnten wir... sprechen ist schwer. Ab jetzt könnten wir diese Fallenkarte aktivieren.
Wenn, dann möchte ich die auch vernünftig nutzen. Angriffspunkte. Heftig, was haben wir denn hier jetzt gezogen? Den Geisternebel. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Jeglicher Kampfschaden, den ein beliebiger Spieler aus einem Kampf mit diesem Monster erhält, wird zu Null. Falls diese Karte durch Kampf zerstört wird, verteile neue Nebelzählmarken in Höhe der Stufe des Monsters, das es zerstört hat, auf offene Monster. Jo. Soll ich mal sagen, wir beschwören den Voltian Geisternebel mal im Angriffsmodus. Anschließend aktivieren wir den Regensturm. Okay, funktioniert nur für den Regenwolkenmann. Macht nichts. Macht nichts. Sie zerstören zwei Karten, die unser Gegner kontrolliert. Nämlich die Lichtschwerter und die andere verdeckte Karte. Call of the Haunted. Okay. So, jetzt hat unser Regenwolkenmann zwar nur noch 2000 Angriffspunkte, aber das wird ja relativ schnell wieder steigen. Vor allem, wenn ich jetzt meinen Voltian Sturmdrachen beschwöre und seine Fähigkeit benutze, um weitere Marken zu verteilen. Einmal pro Runde können wir seinen Effekt aktivieren, um einem Monster eine Nebelmarke zu verteilen. Zack. Und schon haben wir wieder 2500 Angriffspunkte. Und dann können wir angreifen. In der Hoffnung, dass Chaz uns nicht vom Feld fegt. Ja, ich riskiere gerade einen Angriff mit einem Monster mit 1000 Angriffspunkten. Ich will wissen, was da so liegt. Der wird ja wohl nicht seinen Delta Hurricane vorbereiten, oder? Dann kriegt er aber Lack von mir hier. Das lassen wir nicht zu. Wir versuchen zumindest es nicht zuzulassen. Voreiliges Begräbnis bringt ein Monster vom Friedhof zurück für den Kosten von 800 Lebenspunkten. Wisst ihr, was das Schöne ist? Die Voltian-Brühe gibt jedem offenen Monster eine Nebelmarke. Wollen wir mal gucken, wie stark unser Voltian gerade geworden ist? 5000 verdammte Angriffspunkte! Und wir können das noch weiter steigern. Zack! 5500! So, was können wir denn jetzt noch reißen? Wir haben hier diese Diamantstaubzyklone, aber... Da haben wir nicht sonderlich viel von. Weil wir damit unser stärkstes Monster opfern müssten. So, das gibt erstmal auf das W-Flügelkatapult einen Angriff mit 5500 Angriffspunkten. Ich glaube, das hat Chaz nicht so ganz durchdacht, eben diesen Zug. Wumms! So, und unser Sturmdrache guckt, was hier verdeckt liegt. Ein Y-Drachenkopf. Na gut. Wir beenden unseren Zug und gucken, was Chaz als nächstes vorhat. Ein verdecktes Monster spielt hat er vor und eine Fallenkarte. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt verteilen wir erstmal wieder ein paar Nebelmarken. Angriffspunkte. Das wird immer besser hier. Okay, Topf der Trägheit. Wähle 5 Monster in deinem Friedhof, mische alle 5 ins Deck, dann ziehe 2 Karten. Wir haben nur eine einzige Karte in unserem Friedhof, das hat keinen Sinn. Ich würde sagen, wir buffen mal weiter.
Hey, Ojama, hier ist eine weitere Nebelmarke für dich. Denn wenn er 4 Nebelmarken hat, können wir den Diamantstaubzyklon aktivieren, um die Karte zu zerstören. Dann rufe ich mal die toxische Wolke, um ihn eventuell zu einem Angriff zu provozieren, der ihn echt teuer zu stehen kommen würde. Als allererstes guckt unser Sturmdrache wieder, was da für eine Karte liegt. Und es ist schon wieder ein Ojama. Die Ojama sind böse, die müssen weg. Also hauen wir den schwarzen Ojama direkt wieder weg mit unserem Regenwolkenmann. Weil ich nicht provozieren will oder nicht riskieren will, dass Chaz uns hier am Ende noch ein Ojama Delta Hurricane entgegenschmeißt. Soll Chaz doch seine Maschinenmonster spielen? Ja. Chaz, du bist ein Schatz. Wir dürfen jetzt 4 Marken verteilen, ja? Dann geht eine auf den grünen Ojama. Und die anderen 3 gehen auf den Y-Drachenkopf. Zack. Und schon haben beide Monster 4 Nebelmarken. Wir warten erstmal unsere Mainphase ab. Wir verteilen nämlich noch ein paar Nebelmarken jetzt. Und dann gucken wir mal, wie stark wir unser Monster kriegen. Boah, ist das gerade böse. 11.500 Angriffspunkte. 11.500 Angriffspunkte. So, ich aktiviere meinen Diamantstaubzyklon, um den grünen Ojama zu zerstören. Und anschließend eine Karte zu ziehen. Danach aktiviere ich den Diamantstaubzyklon, um den Y-Drachenkopf zu zerstören und im Anschluss eine Karte zu ziehen. Dann gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier gezogen? Wir haben wieder einen Regensturm. Den setzen wir gleich erstmal, dann können wir spätestens im nächsten Zug Chaz Spielfeld nämlich komplett leer fegen. Und wen haben wir hier noch? Volkian, Auge des Taifuns. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Falls sich diese Karte in offener Verteidigungsposition befindet, zerstöre sie. Wenn diese Karte angreift, ändere die Kampfposition aller offenen Monster außer Volkian-Monster. Ich würde sagen, wir opfern 2 unserer Monster, nämlich den Volkian-Sturmdrachen und die toxische Wolke und beschwören das Auge des Taifuns im Angriffsmodus. Das hat natürlich unseren Regenwolkenmann jetzt stark geschwächt, weil wir unsere Marken weggegeben haben. Aber das macht nichts, denn wenn alles richtig läuft, hat Chaz gerade das Duell verloren. Es hängt davon ab, was er da für eine verdeckte Karte hat und ob er damit irgendwas anfangen kann. Der grüne Ojama landet im Friedhof. Das Auge des Taifuns beendet das Duell. Chaz! Chaz, dein Problem ist, du hast das gerade nicht ganz durchdacht, ja? Der Ruf des Gejagten holt ein Monster vom Friedhof zurück und beschwört es in Angriffsposition auf deiner Seite des Feldes. Du hast dich für den Z-Metalltank entschieden. Mit einer Angriffskraft von 1500 Punkten. Mein Auge des Taifuns hat allerdings... Na, wer weiß es? Okay. Okay, Chaz hat Glück gehabt. Ich greife trotzdem weiter an, natürlich. Also wird dieser Effekt nicht aktiviert, wenn es angreift, sondern während der gesamten Battle-Phase, ja? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Effekt sein neu beschworenes Monster beinhaltet. Aber ist nicht weiter schlimm. Dann hat Chaz halt noch eine Runde. Ändert am Endergebnis, glaube ich, nichts mehr. Wir haben unsere beiden stärksten Monster auf dem Feld. Es gibt nicht mehr viel, was Chaz jetzt noch machen kann, um uns aufzuhalten.
Zumal wir gerade wieder schön Nebelzähler verteilen. Schade. Weil Chess nur eine Karte auf dem Feld hat, können wir unseren Regensturm nicht aktivieren. Denn wenn wir 1000 Angriffspunkte opfern, können wir eine Zauber- oder Fallenkarte zerstören, die unser Gegner kontrolliert. Unser Gegner kontrolliert im Moment allerdings keinerlei Zauber- oder Fallenkarten. Wenn wir 2000 Punkte opfern, können wir zwei Karten zerstören, die mein Gegner kontrolliert. Ganz unabhängig davon, was das für ein Typus ist. Das Problem ist, unser Gegner kontrolliert nur eine Karte. Das heißt, auch diesen Effekt können wir nicht aktivieren. Schade, lässt sich aber nicht ändern. Ist jetzt auch egal, dieses Duell ist vorbei. Der Regenwolkenmann zerstört das verdeckte Monster. Einen weiteren schwarzen Ojama. Und das Auge des Typhoons beendet den Kampf. Chess, you go bye-bye. Alter. Ich mag Volkian-Monster. Wenn man erstmal sowas laufen hat wie wir hier, dann klappt das alles ganz gut. Glaubst du immer noch, dass du hoch und mächtig bist? Denn von hier aus sieht es so aus, als ob du nicht tiefer fallen könntest, Chess. Du wurdest ausgewaschen. Chess, geht es dir gut? Was glaubst du denn? Bald, nachdem das Duell endete, aktivierten sich die Biobänder. Sowohl Adrian als auch Chess fielen in Ohnmacht, zusammen mit allen anderen im Turnier. Neues Deckrezept entriegelt. Chess Princeton XYZ Ojama hat nichts mit den XYZ-Type Monstern zu tun, die wir in späteren Serien noch kennenlernen werden, sondern mit den originalen XY- und Z-Monstern, die wir ja in diesem Duell auch gesehen haben. Neues Herausforderungsdeck, Chess Princeton, letzter Aufstieg der Drachen. Das bedeutet, das war tatsächlich das letzte Mal, dass wir uns im Kampagnenmodus mit Chess duelliert haben. Ist ein bisschen schade eigentlich, ich mag Chess. Chess ist mein Lieblingscharakter aus GX, das gebe ich ganz ehrlich zu. Mein Lieblingscharakter aus dem originalen Yu-Gi-Oh! Ist übrigens ein Unentschieden zwischen Seto Kaiba und Ryo Bakura. Zu 5Ds kommen wir später. Signaturkarte VWXYZ Drachenkatapultkanone, schwarzer Ojama und W-Flügelkatapult. Und 1487 Punkte. Danke dafür. Das war Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für heute. Das nächste Mal stellen wir die falsche Schlange. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann.